Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, es gibt was Neues Spannendes in der Drogerie-Video. Ich habe hier nämlich drei Paletten von BH Cosmetics aus der Travel Series, die ja eigentlich immer ziemlich gut sind. Und wir werden das heute herausfinden. Wir werden einen sehr spannenden Look schminken. Ich habe eine Idee. Ich bin sehr gespannt, ob sich das Ganze in dieses Gesicht bringen lässt, aber ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche oder, falls heute schon Freitag ist, eine wunderschöne Woche. Ich bin happy, ich habe neue Haare, ich bin da. Im Moment ist alles sehr spannend und da das gerade aktuell ist, falls ihr in NRW wohnt und es euch aktuell nicht so gut geht und ihr Sorgen um euch, um euer Haus oder um eure Lieben machen müsst. Ich denke an euch und ich schicke euch ganz, ganz viel Kraft. Kleiner Videoeinschnitt. Das Video war vor ein paar Tagen gedreht. Heute ist Mittwoch und ihr seht das am Freitag, den 23. Juli. Falls ihr es bei Instagram nicht mitbekommen habt, ich möchte mich dazu noch mal ganz kurz äußern. Ich habe 328 Drogerieartikel von Rossmann bestellt und an ein Sammelzentrum geschickt. Das war vorher abgeklärt und somit konnte ich meinen kleinen Beitrag mit leisten und ihr indirekt auch, weil ihr die Videos schaut. Vielen Dank dafür, nur als kleiner Einwurf. Ich weiß nicht, wie die Lage nächste Woche ist. Ich möchte es aber einmal gesagt haben. Ich denke an euch. Ich hoffe, dass ich euch, falls es euch nicht gut geht, ein klitzekleines bisschen Ablenkung geben kann. Und deswegen probieren wir neue Sachen aus. Es gibt nämlich drei Paletten. Ich habe hier zuerst die Paris-Palette. Das ist eine wunderschöne, recht kühle, blaue, lilafarbene Palette. Und sowas fehlt mir so ein bisschen in der Sammlung, denn meine übliche Palettenkollektion besteht aus Paletten, die so oder so ähnlich aussehen. Das ist die Puerto Rico Palette mit sehr, sehr schönen roten, warmen Tönen. Die lasse ich zu, die verlose ich an euch. Aber ich wollte sie euch einmal gezeigt haben. Sehr, sehr schöne, intensive Farben. Die knalligen Farben von BH Cosmetics, vor allen Dingen die Mattes, sind sehr, 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 sehr gut. Das muss man sagen. Es gibt aber noch etwas, da bin ich so ein bisschen skeptisch, denn es gibt die Tint in Tulum Palette. Und das ist eine Bronzer- und Highlighter-Palette mit vier Bronzern und zwei Highlightern, die sehr dunkel sind. Und ich glaube, ihr könnt es gut in der Kamera erkennen. Der einzige Ton, wo ich sage, ja, das geht so für mich zumindest als Bronzer, ist die Farbe Ruinas. Grand Chenot. I don't know, ist sehr, sehr warm und sehr, sehr rot. Ich glaube, dass er für dunklere Häute gut funktioniert. Ich glaube, dass generell die Palette sehr gut für dunklere Häute gemacht ist, was ich super finde, dass es BH auch einfach mal macht und dunklere Farben rausbringt. Hätte natürlich noch viel, viel dunkler sein können. Wahrscheinlich habt ihr das Video schon gesehen, die Hatti Bronzer, wo ich euch den Vergleich zu anderen wirklich High-High-End-Marken gezeigt habe, die es nicht gebacken kriegen oder Marken, die es nicht gebacken kriegen, obwohl da so viel Geld reinfließt, eine vernünftige Shade Range an Bronzern rauszubringen, wenn du spezifisch an Bronzer targeten möchtest. Ein kleines Unternehmen wie Hatice Schmidt Labs, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist halt etwas, wo ich sage, okay, ich habe hier auch Bronzer, Musterbronzer, die für meine Brand, aber ich weigere mich, sie rauszubringen, solange ich nicht dafür sorgen kann, dass ich eine halbwegs akzeptable Shade Range habe. Und dass es jemand schafft, mit einer kleinen Marke ohne eine riesen Brand dahinter wie Hatice Schmidt Labs, I'm sorry, dass ich mich wiederhole, die es hinkriegt, we love that. BH hat so in die mittlere Medium Tanned bis Tanned Version getargetet, was in Ordnung ist. Vielleicht gibt es auch noch andere Versionen, aber BH hat generell bei den Produkten immer eine recht gute Auswahl. Und wenn es nicht diese Palette ist, ist es eine andere. Genug gequatscht, wir starten mit der Base. Ich habe so ein paar neue Hacks, die ich euch gerne mitzeigen möchte. Das ist jetzt nicht so unbedingt Drogerie, aber das ist etwas, was ich super, super gerne mag. Und zwar benutze ich jetzt hier aus der Essence Vintage Beach Reihe einen Spritzer von diesem Öl und mische mir da Foundation mit rein und diesen Highlighter von Rare Beauty. Denn ihr wisst, meine Base besteht im Moment zu 80% aus Glow und I love that. Und dann mische ich mir das Ganze mit einem Pinsel. Ich habe mal eine Frage an euch. Ich benutze ja immer diese Mischplatten. Ich benutze das tatsächlich regelmäßig. Habt ihr Lust, dass ich sowas in den Shop mit aufnehme? So diese Basics. Also das ist ja jetzt nicht, wo groß Entwicklung mit reingeht. Aber wenn euch das hilft oder ihr nicht wisst, wie ihr sonst an solche so Tools rankommt, wie so eine Mischplatte oder weiß ich nicht, so ein Spatel oder so zu mixen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann packe ich das mal in den Shop von mir. Foundation ist super glowy und durch dieses Öl
sieht das ganz richtig schön frisch aus. Ich nehme jetzt einen Beauty-Schwamm hier einfach und blende mir das alles einmal ein und ihr seht sofort, wie frisch und gesund die Base aussieht. Heute wird es sehr, sehr tan. Ich habe, nee, das kann ich euch noch nicht sagen. Ich war ja neulich auf dem Shooting, ihr wisst ja. Ach nee. Ich verquatsch mich. Ich mache wie immer einmal eine halbe Seite, dass ihr diesen Effekt sehen könnt. Was ich euch damit zeigen möchte, ist, wenn ihr wirklich auf diesem Glow steht, dann probiert es mal aus. Wenn ihr nicht unbedingt danach 12 Stunden auf die Arbeit müsst, vielleicht am Wochenende, einfach mal so ein bisschen austesten, was funktioniert, wie eure Haut mit verschiedenen Produkten klarkommt. Und ich muss sagen, ich mag diesen Effekt sehr, sehr gerne. Ne? Das ist für viele vielleicht zu viel, aber wenn wir mal 2 Jahre in meiner Make-up-Karriere zurückgehen. Wenn man nichts probiert, dann kann man sich nicht verändern. Und wir haben einiges probiert in diesem Gesicht. Heute wird es ein sehr tanned Look, denn die Bronzer sind recht dunkel. Kleine Ankündigung, passend zu BH Cosmetics. Ihr wisst es, ich wiederhole es aber immer, falls es auch neue Leute sehen. Und auch da möchte ich mich bedanken für den Support. Ich habe einen Code mit BH Cosmetics, Maxim10. Damit könnt ihr 10% auf alles sparen. Ihr spart 10% und ich verdiene eine kleine Provision. Das hilft mir tatsächlich sehr, weil ich weiß, dass ihr sehr, sehr viel bei BH Cosmetics kauft. Und durch das Geld, was ich über diesen Code verdiene, kann ich ganz, ganz viel hier an Lichtern, an Neuheiten erwerben für euch und dafür möchte ich mich natürlich bedanken. Und wenn ihr etwas wollt, Maxim 10 gilt immer, ich meine sogar auch auf Sale und auf die Kollektion dann definitiv auch. Ich nehme ein bisschen Concealer, einmal den dunklen hier von Juvia's Place und dann mische ich mir so ein bisschen XX Revolution mit rein. Oh, diese Mücke macht mich wahnsinnig. Dann nehme ich mein Sensai Puder und einen kleinen Pinsel. Ja, auch ich, das ist so krass, ne? Ich habe neulich, habe ich mich so über den Kommentar gefreut. Ich glaube, der war von Manuela. Das ist so krass, ist zu sehen, wie ich von Bacon Cake Face zu immer noch Cake Face, aber halt ohne Bacon. Irgendwie so. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr lustig. Ich gehe einfach mit dem Puder hier so ein bisschen unter und über die Augen. Ich möchte tatsächlich den Glow so ein bisschen behalten heute. Ihr süßen Mäuse, wir haben hier einmal die Tulum Palette. Ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, welche Farbe ich nehmen möchte. Ich swatch einmal kurz alle. Vielleicht wirken sie auch anders. Oh, das ist schon. Ja, hier habt ihr einmal alle 4 Farben. Also das ist schon wirklich. Also ich muss sagen, diese Farbe hier gefällt mir am besten, weil sie so kühl ist. Das andere ist eher so ein bisschen orangelich. Ich kann mir vorstellen, dass man dadurch sehr, sehr schöne Brown Natural Make-up Looks machen kann. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz, ganz besonders vorsichtig mit einem kleinen Pinsel hier in diesen dunklen Ton. So, und jetzt habe ich natürlich ganz viel und klopfe mir das richtig hier in die Hand. Und dann stempel ich mal hier und ich glaube, dass mir die zu warm sind. Ew. Ich mache mal sauber und gehe in den hellen Ton. Ja, also. Oh, girl. Ich nehme mir jetzt nur den Ton, dass ihr auch den sehen könnt, ne? Der ist ja. Okay, ich muss es ausblenden. Also, hard pass for me. Allein die Farben sind nicht das, was ich möchte. Schaut mal. Also, das ist. Ich probiere das mal jetzt so ein bisschen anzupassen. Vielleicht wirkt dann das ganze Ergebnis anders. Ich nehme jetzt nur den hellen Ton, aber selbst der ist sehr, sehr warm und so ein bisschen orange. Seht ihr, wie orange ich bin? Ja. Sorry. Ich gehe jetzt nochmal mit einem transparenten Puder rüber, um das alles so ein bisschen auszugleichen. Also, jetzt mit einem kühleren ist es in Ordnung, aber. Also, wenn ihr nicht recht dunkel seid und ich glaube, dann ist es einfach zu warm. Ich nehme jetzt mal hier diesen Highlighter-Ton, das ist die Farbe Yucatan. Yucatan, I love that. Und setze mir das einfach hier so ein bisschen mit rüber. Das passt halt vom Unterton her sehr gut jetzt zu dem Bronzer, ne? Aber, also wenn ich jetzt nicht so viel Bronzer, das ist keine Menge an Bronzer, die ich jemals benutzen würde. Ich benutze gerne und ich benutze sehr, sehr viel Bronzer und ich liebe auch den Effekt vom Bronzer, aber ich glaube, dass die Palette einfach für meine Hautfarbe nicht gemacht ist, was völlig in Ordnung ist. Ich mache mir einmal die Augenbrauen schnell drauf und dann schminken wir heute einen sehr, sehr vampy Look. Okay, besser wird's nicht. Ich finde es auch nicht so ebenmäßig, aber egal. Wir haben diese Palette und es wird jetzt sehr, sehr intens. Ich starte heute mal mit der dunkelsten Farbe erstmal oder mit der halbdunkelsten Farbe. Und zwar Tuileries. Oh Gott, alle Franzosen hier in meiner Community
flippen wahrscheinlich gerade aus. Das ist ein sehr, sehr dunkler blauer Ton. Wo ist mein Spiegel? Stand heute, es gibt genau noch 6 Spiegel. Und die stempel ich mir hier außen hin. Sehr, sehr dunkel, sehr, sehr intens. Und die arbeite ich mir richtig schön hier in die Lidfalte rein. Und wenn ihr mit der dunkelsten Farbe anfangt, dann habt ihr einfach das meiste Pigment dort. Weil oft ist es so, dass Lidschatten sich nicht so gut irgendwann übereinander aufbauen lassen. Wenn ihr mit der hellen Farbe anfangt, aber einen dunklen Look haben wollt, ist es sehr, sehr schwierig. Deswegen einfach mit der dunkelsten Farbe anfangen, wenn ihr plant, so einen super dunklen Look zu haben. Und dann können wir einfach nur diese Linie ausarbeiten. Sehr pigmentiert, große Klasse. Aber ich muss sagen, ich wiederhole mich, glaube ich, immer bei den BH Cosmetics Reviews. Es ist schon lange her, dass ich eine langweilige oder eine schlecht... Eigentlich kann ich mich an keine erinnern, die wirklich schlecht war. Dann nehme ich mir hier so einen etwas flacheren Pinsel und blende diese Farbe jetzt mit der Farbe Sen aus. Das ist so ein schönes dunkles Blau. Hat ein bisschen Kickback, aber ist so ein bisschen Ultramarinblau, so Königsblau, ne? Und damit gehe ich jetzt einfach hier nur über die Kante und vor allen Dingen hier außen, um das jetzt so ein bisschen auszublenden. Erstmal nur hier und dann können wir mit einem sauberen Pinsel die Farbe auch nochmal aufbauen. Das ist immer so ein bisschen tricky, ne? Bei so extrem dunklen Farben, die vernünftig auszublenden. Aber wir geben heute mal unser Bestes. Auch sehr schön. Ich liebe blaue Lidschatten. Das ist auch meine Palette. Du kannst auch natürliche Looks machen, ne? Ihr habt so Pflaumentöne und so ein bisschen Mauve. Aber das ist immer was anderes. Und das finde ich schön, dass es auch immer wieder so ein bisschen Abwechslung bei BH oder generell auch bei vielen Marken mittlerweile gibt, die einfach so ein bisschen was Spannendes auch nochmal mit rausbringen. Weil die spricht mich an, die Palette, die inspiriert mich. Dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel und gehe nochmal in Sen und mische mir so ein bisschen Sacré-Cœur rein. Das ist so ein Lila. Nur, dass ich wirklich ein bisschen was am Pinsel habe und gehe dann hier einfach nur noch hier oben lang, um diesen Blend einfach weich zu kriegen. Und probiere nicht zu weit nach unten zu gehen, weil sonst nehme ich mir das ganze Pigment wieder weg. Sehr, 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 sehr schön. Könnte meine neue liebste BH Cosmetics Palette sein. So von der Farbstory her und vom Blending her. Verdunkel mir es hier einfach nochmal mit dem Ton Tulliere. Und dann nehme ich mir einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Musée d'Orsay. Das ist so ein Schwarz. Und setze mir das hier wirklich außen hin, um nochmal so einen richtig, richtig dunklen Effekt zu haben. Irgendwann muss man dann auch aufhören zu blenden, weil sonst wird es zu viel. Ich nehme jetzt mal hier einen flachen Pinsel und mache den ein bisschen nass. Und dann gehen wir in die Farbe, ich glaube, Versailles. Hier ist so ein schönes Multichrome, würde ich fast sagen. Da kommt nicht so viel ab. Sehr, sehr schön, aber die ist mir zu dunkel, glaube ich. Voll laut. Nein, bitte nicht. Ich gehe jetzt einfach hier in Louvre. Weiß. Yes. Auch die Kombi, ne? Aus diesem hellblau, dunkelblau, mediumblau. Love that. Super schöne Farben. Zwischendurch fand ich die Schimmertöne von BH, seitdem sie so auf komplett alles verzichten, was eigentlich nicht im Make-up drin sein muss, so ein bisschen so eine Übergangsphase haben, wo ich nicht ganz so fein war mit den Schimmern. Aber hier ist alles fein. Wow. Seht ihr, ich hab's euch gesagt. Der sieht mich jeden Morgen so. Kann er nicht mal den fertigen Look sehen? Maßlos begeistert von dieser Palette, weil sie so easy to use war. Ne? Also ihr seht, ich kann hier einfach immer rüber gehen und das so intensiv wie möglich aufbauen. Und als Inner Corner Highlight gehen wir natürlich auch in die Farbe Louvre. Zur Feier des Tages, selbstverständlich, Freunde, meine eigenen Lashes. Ich benutze heute, das ist She's Cute, ich benutze einmal 100k, die schönsten Lashes meiner Meinung nach, die es gibt. Ich verlinke sie euch einmal unten, falls ihr eure noch nicht gekauft habt oder falls ihr sie schon durchgetragen habt. Habe ich auch schon von einigen gehört. Deswegen klebe ich sie mir einmal auf, mache mir was auf die Lippen und dann gibt es ein dickes Fazit. Und so sieht der Look einmal fertig aus. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, we love that. Der Kleber trocknet gerade noch so ein bisschen an. Ich glaube, ihr könnt euch so ein bisschen mein Review schon vorstellen. Das hier, es funktioniert für mich nicht. Die Farben sind einfach nicht das, was ich brauche. Ich habe wesentlich bessere Bronzer, Hatti, Tarte.
der neue Bronzer von hier, Catrice. Also ich glaube, an Bronzerauswahl ist einiges da, aber diese Lidschattenpalette ist wirklich ein Traum. Wenn ihr auf diese dunklen, intensiven Farben steht, go for it. Ich lasse euch den Link einmal unten mit rein und könnt damit definitiv schöne Looks machen. Sehr intensiv, nicht so intensiv, das, was ihr wollt. Ich bin super gespannt, wie euch der Look gefällt und ob ihr die Paletten vielleicht sogar schon zu Hause habt. Dann lasst es mich gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.